Hallo, hier ist Hund unterwegs. Mein Name ist Konstanze Jeske und heute erzähle ich Ihnen was über meine Lieblingsdisziplinen im Hundesport. Und das ist das Apportieren. Da gibt es drei Arbeitsweisen des Hundes. Es gibt das Markieren, es gibt das Einweisen und die Suche. Und heute erzählen wir was über die Markierungen. Es kommt eigentlich aus dem jagdlichen Bereich und es ist so, dass eine Ente oder ein Fasan geschossen wird. Es gibt eine Flugbahn. Das Wild kommt auf und der Hund merkt sich nicht nur eine Stelle, sondern auch mehrere Stellen, wo das Wild liegt und kann punktgenau genau dahin laufen. Jetzt üben wir nicht die ganze Zeit mit Wild, sondern lieber mit Dummies. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Dummies, die man dafür benutzen kann. Und es ist auch so das Erste, womit man mit dem Hund anfangen kann. Und übrigens nicht nur mit dem Retriever, sondern mit allen Hunden, weil die wirklich einfach alle gerne baden und wenn sie Glück haben, auch zurückbringen. Was ich gerne habe, das sind Dummies, die man gut sehen kann. Das sind diese Marking-Dummies, die haben zwei Farben. Dann sieht man sie besser, auch der Hund sieht sie besser, wenn sie im Farbkontrast sind. Grün und Weiß ist ein guter Farbkontrast, Schwarz-Weiß ist fast nicht so gut, aber eben auch ein guter Kontrast. Ich persönlich nehme gerne die Long Throw Dummies, weil sie ein langes Band haben und ich damit sehr weit werfen kann. Das Standard Dummy ist das 500 Gramm Dummy mit einem ganz normalen kurzen Wurfgriff dran. Diese Dummies werden auch bei Working Tests eingesetzt. Allerdings gibt es auch noch die Variante bei 500 Gramm Dummies mit Long Throw und Speedy Bändchen dran, um einfach weiterwerfen zu können, was für mich persönlich sehr von Vorteil ist. Und damit Sie sehen, wie das in der Praxis aussieht und wie viel Spaß die Hunde haben und wie viel Spaß auch wir haben, zeigen wir Ihnen jetzt einfach mal ein paar Sequenzen. Viel Spaß dabei. Tschüss, sagt uns unterwegs.